legte sich ins Dekolleté und sagt, Erben aller Länder vereint euch. Komisch, oder? Ich urteile nicht. Ich gewähle. Die Zensur ist eine andere Behörde, sie ist nicht ich. Ich gebe einen Raum und da, wo ich bin, ist niemand. Mein Raum ist mein Nicht-Ich. Ich bin blind. Interessant, die Wand hat. Ja. Aha, es zahlt sich also nicht aus. Nein, aber der Bau. Was bauen Sie denn? Pyramide. Heutzutage? Nein. Sind Sie hier nicht? Jetzt, nein. Ja? Nein. Ach so. Und Sie, was macht das jetzt? Konversation. Wollen wir nicht reden? Also betrinken. Wieso siehst du dich nicht aus? Und dann würdest du mich anschauen und vergleichen. Ja. Ich wäre dann nackt, du nicht. Genau, das möchte ich. Wie wäre es mit einem ausgestopften Vorhof? Ich brauche keine Vorhof. Das ist bedauerlich. Auch keinen ausgestopften. Schade, dass du keinen Vormund hast oder haben möchtest. Wofür brauche ich einen Vormund? Wenn du einen Vormund hättest, könnte ich bei ihm um deine Hand anhalten. Warum möchtest du bei ihm um meine Hand anhalten? Dann hätten wir eine andere Situation. Oder ich als Non. Das wäre auch eine andere Situation. Endlich die Alternative durch Behauptung, dann bin ich wahr, auch wenn ich keine Nonne bin, oder erst recht, wenn ich doch eine Nonne bin. Ich habe mich von meiner eigenen Höflichkeit genervt. Ich höre mich nicht mehr für die Bereitschaftsdienst an. Ich früher als Novizin. Und jetzt, wo ist die Nonne in mir, die aus der Novizin wohnt? Ich will so viel und dann sage ich mir immer, du bist aber viel. Du lügst zu wenig, du redest zu viel. Wann ist zu viel zu viel? Nie, immer. Wer bist du? Ich bin eine Nonne. Du bist keine Nonne. Jetzt nicht mehr. Davor auch nicht. Das bist du mit mir auf dem Jagen. Ich jage nicht. Afrika. Erst recht nicht in Afrika. Sie könnten mich anschauen und vergleichen. Auch das möchte ich nicht. Das ist schade. Nein. Nun gut, da steht aber dann nur nicht vergessen, dass es war. Wir sind immer noch hier. Warum gehst du nicht fort? Ja, warum gehe ich nicht fort? Ich bin eine Suppenhut.